Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2, der Sendung, die man durchaus abonnieren und kommentieren sollte. Ja, genau, das sind die Themen heute. Ja, ein kritischer Beitrag über Steam. Yoshi's Crafted World. Und Sekiro, ein Spieler ist endlich da. Freust du dich? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Eine Skala von 0 bis 10, wie aufgeregt? 10! 10! 10! Ich will nach Hause und zocken jetzt! Genau. 10! Wir starten mit Yoshi's Crafted World. Das kommt für Nintendo Switch raus und hat ein bisschen was von Hauen und Pappe, ne? Ja, kann das Spiel nach Yoshi's Woolly World und Kirby's Epic Yarn erneut mit seiner ungewöhnlichen Optik begeistern? Ja, du musst jetzt nicht wegen Sekiro alles andere... Ich bin gespannt, ob Yoshi's Crafted World wieder so knuffig und spaßig ist wie der Vorgänger. Und bitte. Auf einer Skala von 0 bis 10. 10, Buddy. 10. Wisst ihr, was auch 2019 nicht alt wird? Orange Mocha Frappuccino! Das und Spiele aus dem Super Mario Kosmos. Jetzt steht aber nicht wie üblich der Chef im Rampenlicht, sondern sein grüner Begleiter. Nein, nicht der. Sein schuppiger grüner Freund. Nein, der auch nicht. Ja, der. Yoshi! Das ist doch nichts Neues, denn der grüne Reitdino kann bereits auf eine ganze Reihe eigener Abenteuer zurückblicken. Angefangen mit Yoshi's Island von 1995 bis zum letzten Ableger Yoshi's Woolly World. Wer Letzteres kennt, fühlt sich mit Yoshi's Crafted World direkt heimisch, denn die kuschelige Wollwelt wird im Grunde nur mit einer noch knuffigeren Pappbastelwelt ausgetauscht. Oh, ist das nicht goldig? Keine nervigen Babyklempner, auf die ihr aufpassen müsst, und auch kein ausgewachsener Mario, der an Yoshi seine Gewaltfantasien auslebt. It's bullshit, I did not hit. Yoshi! I did not. Endlich können die Yoshis einfach nur in Ruhe abhängen. Wären da nicht Bowser Jr. und sein Hofzauberer Kamek? Die haben mal wieder zu viel Langeweile und krallen sich den funkelnden Schatz der Yoshis. Im Streit lösen sich alle Steinchen und landen in den verschiedensten Winkeln des Pappkönigreichs. Also wählt ihr einen Yoshi und geht auf die Suche nach dem verschwundenen Schatz. Ab jetzt erwartet euch altbekannter Yoshi-Hüpfspaß durch einen bunten Mix an Welten. Natürlich beherrscht der Filzdino auch noch seine klassischen Fähigkeiten. Er kann strampeln, um länger in der Luft zu bleiben, Stampfattacken, mit seiner langen Zunge Gegner schnappen und verschlucken und... Oh, wie sich das Hündchen freut! Ja, ja! Wenn die Dino-Zunge mal nicht hilft, hat der Saurier zum Glück noch eine weitere Waffe im Gepäck. Seine Eier. Wie gewohnt kann mit Yoshis Eiern geworfen werden, um Gegner oder Objekte abzuballern. Neu ist allerdings, dass Yoshi jetzt auch Ziele im Vorder- oder Hintergrund abwerfen kann. Eine tolle Ergänzung, die für mehr Dynamik im sonstigen Hüpftrott sorgt. Allerdings kann es so auch mal etwas fummeliger werden, wenn schnell zwischen zwei Ebenen gewechselt werden muss. Die Suche nach abwerfbaren Zielen im Hintergrund lohnt sich aber, denn hier sind oft Blumen oder Münzen versteckt. Der Kram ist auch nicht nur zum reinen Sammeln da. Mit Blumen verschafft ihr euch Zugang zum nächsten Gebiet und mit Münzen könnt ihr euch putzige kleine Kostümchen für euren Yoshi kaufen. Passend zur handgemachten Welt sind das ausgeschnittene Papiertierchen, kleine Tetrapacks oder Flaschendeckel. Oder kurz gesagt, Müll. So putzig auch manche Outfits aussehen, sind wir trotzdem nicht die größten Fans des Müllschmucks. Das liegt daran, dass jedes Kostüm gleichzeitig als eine Art Rüstung dient und Yoshi vor Schaden schützt. An sich ja nichts Schlimmes, wenn das Spiel nicht ohnehin schon viel zu einfach wäre. Kaum ein Hindernis oder Gegner hat uns Probleme bereitet. Von vorne bis hinten läuft alles völlig locker flockig durch. Wirklich schade, dabei hat doch eigentlich schon Yoshi's Island gezeigt, wie man Herausforderungen richtig macht. Yoshi's Crafted World ist anscheinend für die ganz junge Zielgruppe. Und damit die ja nicht überfordert ist, gibt es einen zusätzlichen Easy-Mode. Der ist sogar so einfach, dass selbst unser talentlosestes Redaktionsmitglied ohne Mühe durchkommt. Der Stein. Ja, okay, wir übertreiben. Ein Stein kann das Spiel natürlich nicht spielen. Aber zwei schon. Wenn ihr es doch irgendwie härter haben wollt, haben wir einen kleinen Tipp. Nutzt den Koop-Modus. Damit kann jederzeit ein zweiter Yoshi mitspielen, der aber mehr Hindernis als Hilfe ist. Man steht sich beim Eierwerfen andauernd im Weg, verschluckt den anderen versehentlich und ist dann gezwungen, ihn Meter weit wegzuspucken, oder man landet ständig auf dem Rücken des anderen Yoshi, wenn man eigentlich nur vorbei will.
Das kann schon echt nerven. Na, immerhin kommt Yoshi so auch mal in den Genuss, auf Yoshi zu reiten. Der wiederum auf Schnuffel reitet, der eigentlich nur ein Surfbrett ist. Cool ist es natürlich trotzdem, dass das Abenteuer komplett zu zweit gespielt werden kann. Tatsächlich sind einige Level sogar genau dafür gemacht. Hier steuert jeder Spieler einen Boxarm oder hier jeweils eine Seite des Flugzeugs, was genaue Absprachen untereinander erfordert. Und da wären wir auch schon bei der wohl größten Stärke des Knuddelhüpfers, der abwechslungsreichen Welt. Mal fahrt ihr durch den Dschungel und müsst Tiere abwerfen, mal steuert ihr Solarautos in einem Rennen oder ihr müsst im Zirkus unter Zeitdruck durch Ringe springen. Eintönig wird es selten. Neben der Abwechslung glänzt die Welt aber vor allem mit zuckersüßem Charme. Da hätten wir Shy Guys, die ausgeschnittene Schmetterlinge halten, gebastelte Eulen aus Kastanien oder ein Papierfroschkönig, der seine Zunge rausstreckt. Hier ist wirklich alles im knuffigen Handgemacht-Stil. Ja, sogar die Musik. Ja, hat was. Wie da wohl das Casting für die Musiker aussah. Danke, danke, das reicht. Wir melden uns dann. Naja, schlimmer kann es ja nicht werden. Nächster, bitte. Sie haben den Job. Auch neben den regulären Levels gibt's genug zu tun. Ihr könnt zum Beispiel eine bereits absolvierte Welt nochmal rückwärts spielen. Dabei dreht sich die Kulisse einmal um 180 Grad und ihr seht das Level nun von der Rückseite. Eine wirklich tolle Idee, zumal sich die Kehrseite auch anders spielt. Hier habt ihr das Ziel, möglichst schnell drei versteckte Schnuffelwelpen zu finden. Außerdem könnt ihr in allen Welten nach versteckten Gegenständen suchen. Wie dieser süßen Pappkuh. Wer dann noch Langzeitbeschäftigung braucht, kann versuchen, jedes Level mit 100% abzuschließen. Yoshi's Crafted World bietet einfach super putzigen und charmanten Hüpfspaß, in den wir uns schnell verliebt haben. Und auch abseits der handgemachten Knuffigkeit liegt ein unterhaltsames Spiel mit einigen kreativen Ideen. Es könnte also alles gut sein, wäre da nicht der deutlich zu niedrige Schwierigkeitsgrad. Die nicht vorhandene Herausforderung lässt einfach das gesamte Spielerlebnis nur so seicht vor sich hin plätschern und sorgt eigentlich kaum für Momente, die uns noch länger in Erinnerung bleiben werden. So sehr wir Yoshi und seine Bastelwelt auch mögen, zur Kernzielgruppe gehören wir leider nicht mehr. Freunde, jetzt kommen wir endlich zu Sekiro, dem neuen Spiel der Dark Souls-Macher. Du freust dich echt, ne? Ja. Der Trant hat sich auch mega gefreut, er hat schon 2 Wochen gezockt und bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Wann hat er das gezockt? Seit Trant, der lässt doch erst seit einer Woche raus, das Spiel. Viel Spaß. Zehn Jahre ist es schon her, dass From Software Demon's Souls veröffentlicht hat. Ein Action-Rollenspiel, das den Spieler nicht an die Hand nahm, sondern sie ihm stattdessen abschlug. Es war schwer, es war undurchsichtig und ein regelrechtes Arschloch. Hört euch doch nur die Musik an, wie sie schreit: Unheil, Tod, Verderben, alles ist schlimm. Eigentlich war es genau das Gegenteil von dem, was man ein Spiel für die breite Masse nennen würde. Doch Demon's Souls war auch extrem belohnend. Der Sieg über unbesiegbare Endgegner oder die Entdeckung von schwachsinnig geheimen Geheimnissen lösten enorme Glücksgefühle aus. Und die Begeisterung der wenigen, die sich da durchquälten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Bald importierten so viele Leute die japanische Version, bis From Software sich gezwungen sah, Demon's Souls auch in den westlichen Märkten zu veröffentlichen. Tja, und alles danach ist Geschichte. Es folgten 3 Dark Souls-Teile, ein Bloodborne-Teil sowie jede Menge Nachahmertitel, die sich von Froms Erfolgsrezept inspirieren ließen und die kurzerhand als Souls-Likes bezeichnet wurden. Ein neues Genre war geboren. Mit Sekiro: Shadows Die Twice bringt From Software jetzt ein neues Abenteuer, das für sich selbst steht. Es bietet schnellere Action, mehr Bewegungsfreiheit und verzichtet auf viele Rollenspielelemente. Und doch trägt Sekiro so viel Souls-DNA in sich, dass ich nicht drum rumkomme, es zu seinen Urahnen in Beziehung zu setzen. Das geht schon beim Setting los, denn das ist deutlich heller und weniger fantastisch, als man es von Dark Souls oder Bloodborne gewohnt ist.
Wir sind in Japan zur Sengoku-Zeit und schlüpfen in die Rolle des Wolfes, einem Shinobi, der geschworen hat, das Leben seines jungen Meisters Kuro zu schützen. Leider verkackt der Wolf diesen Job. Ein Samurai des Ashina-Clans entführt Kuro wegen seines sagenumwobenen Drachenblutes und haut dem Wolf kurzerhand den Arm ab. Haha, kurzerhand, lustig, ne? Die nun folgende Rettungsmission führt euch durch wunderschöne japanische Festungen auf hohen Bergen, durch dichte Bambuswälder und durch mysteriöse Tempel. Und jeder Ort hat seine visuellen Reize. Vor allem dann, wenn ihr checkt, dass die entfernten Bauten am Horizont nicht nur Kulisse sind, sondern wirklich bereist werden können. Hey, da drüben komme ich doch her. Zwar könnten alle, die es gern gruselig mögen, etwas enttäuscht sein, denn dunkle, unheimliche Areale sind eher die Ausnahme. Und auch der aberwitzige Detailgrad eines Bloodborne wird nicht ganz erreicht. Aber wer bei solchen Bildern ernsthaft über die Grafik motzt, hat ganz andere Probleme. Der Aufbau der Welt ist aber wieder sehr Soulsbornig. Bis auf wenige Ausnahmen lassen sich alle Gebiete ohne eine einzige Ladezeit ablaufen und Abkürzungen innerhalb der Gebiete sowie untereinander sorgen für das Gefühl, sich in einer homogenen, in sich schlüssigen Welt aufzuhalten. Es gibt viele Abzweigungen, mysteriöse NPCs, die euch Items verkaufen oder euch um Gefallen bitten und jede Menge extrem gut versteckte Geheimnisse. Und natürlich gibt's auch wieder aktivierbare Checkpoints, die als Schnellreisepunkte und zum Auffüllen eurer begrenzten Heiltränke dienen. Nur diesmal sind's keine Leuchtfeuer oder Laternen, sondern Buddha-Statuen. Die einschneidendste Neuerung in Sekiro ist aber das Kampfsystem. Und um das darzustellen, will ich erstmal erörtern, wie man bisher gekämpft hat. Zu den wichtigsten defensiven Verhaltensweisen eines Dark Souls-Spielers gehörten immer Blocky und Rolli. Hi, ich bin Blocky. Ich veranlasse den Spieler zu blocken. Und ich bin Rolli. Dank mir weicht der Spieler Angriffen aus und rollt den Gegner in den Rücken. Mit Blocky und Rolli konnte man fast jeden Kampf gewinnen. Und darum waren das auch sehr präsente, gut ausgeprägte Defensivmaßnahmen im Hirn eines Dark Souls-Spielers. Ganz im Gegensatz zum kleinen Pariemidi. Hallo, ich bin Pariemidi. Mit mir kann der Spieler Angriffe parieren, aber er benutzt mich fast nie. Ja, Paraden waren schwer umzusetzen und darum war Pariemidi so klein und unbedeutend. Das galt auch noch in Bloodborne. Zwar war Blocky jetzt der Kleinste. Na toll, hier kann man ja gar nicht mehr blocken. Aber viel größer war Pariemidi auch nicht. Oh Mann, ich bin immer noch zu schwer umzusetzen. Rolli war hingegen richtig fett geworden, auch wenn er jetzt nicht mehr für Rollen zuständig war, sondern für Ausweichhopser. Ohne mich geht hier gar nichts. Doch jetzt, mit Sekiro, ändert sich alles. Jetzt kommt Pariemidis große Stunde. Auch wenn Blocky und Rolli noch sehr wichtige Rollen haben, Pariemidi ist der King. Jetzt bin ich der King. Echt krass, Pariemidi. Ja, ganz toll. War es sonst immer eine gute Taktik, die Angriffe der Gegner ins Leere laufen zu lassen, um sie dann zu bestrafen, funktioniert das in Sekiro nur noch selten. Stattdessen sollen Gegner jetzt direkt konfrontiert werden. Aus diesem Grund gibt es das neue Haltungssystem. Jeder Gegner besitzt eine Haltungsanzeige, die Schaden nimmt, wenn er eure Attacken normal blockt, aber auch und vor allem durch gut getimte Paraden. Und wenn ihr seine Haltung gebrochen habt, könnt ihr einen Todesstoß setzen. Zack, weg ist die Lebensleiste. Klar, ihr könntet Gegner auch ganz klassisch besiegen, indem ihr langsam ihre Lebensleiste auf Null prügelt. Doch ihre Haltung durch ein Dauerfeuer aus Angriffen und Paraden zu brechen, ist deutlich effektiver. Der ein oder andere wird aufstöhnen. Schließlich sind Paraden gemeinhin Profi-Tools, für die man Insektenreflexe braucht. Aber nicht so voreilig. Das Zeitfenster für Paraden ist recht großzügig. Sie funktionieren also auch dann, wenn euer Timing nicht ganz perfekt ist. Und selbst wenn ihr das Timing mal verrafft, führt ihr immerhin noch einen normalen Block aus. Der kratzt zwar an eurer Haltungsleiste, aber immerhin schützt ihr euch noch. Kurz, das Kampfsystem ist ziemlich geil und es bietet sogar noch mehr Facetten, doch zu denen komme ich später. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die wichtigste aller Fragen. Wie schwer ist Sekiro? Schließlich sind die Souls-Spiele sowie Bloodborne für ihre sadistischen Neigungen bekannt. Ist Sekiro auch so gemeint? Strafe! Strafe! Hallo! Ah, der Neue, wie heißt du nochmal? Sekiro. Alles klar, ich bin Dark Souls, das ist Bloodborne. Hallo. Scirocco, dann leg mal los, ne? Sag mal, was du kannst. Wie, jetzt sofort? Ja, hast ein Problem damit. Da ist der Spieler, ich sobald schon los geht's. Und du fang an zu quälen hier. Okay. Ganz viele Gegner. Jeder ist sehr gefährlich. Aber du kannst klettern und schleichen. Jetzt fällst du eine Klippe runter. Und jetzt ist die Hälfte deines Lebens weg. Das tut weh, was? Und jetzt kommt ein gefährlicher Gegner, der macht dich platt. Wiederauferstehung! Was? Wiederauferstehung? Mann, das ist kein Kindergarten, du Lulli! Hä? Ja, das tut echt gar nicht weh. Tatsächlich gibt's viele Dinge, die Sekiro verhältnismäßig milde erscheinen lassen. Dank dem Greifhaken eurer Armprothese, eurer Wendigkeit und eurer Tarnfähigkeit habt ihr zig Optionen, Gegner zu überraschen, ohne einen Kampf zu riskieren. Ninja-Style halt.
Stürze in Schluchten führen nicht mehr zwangsläufig zum Tod. Und eine Wiederauferstehungsfunktion, wenn auch nur eine begrenzte, wirkt ebenfalls seltsam gutherzig. Und letztendlich ist dann noch die Bestrafung für einen wahren Tod, die zwar erstmal recht fies klingt, ihr verliert nämlich 50% eures gesammelten Geldes und 50% eurer gesammelten Erfahrungspunkte, aber hey, in Dark Souls und Bloodborne habt ihr alle eure Erfahrungspunkte verloren. Und außerdem gibt es jetzt Mittel und Wege, euer Erspartes zu sichern, damit ihr quasi straffrei sterben könnt. Geld steckt ihr in Geldbörsen, die nicht verloren gehen können. Und Erfahrungspunkte verliert ihr nur, solange euer Balken nicht voll ist. Habt ihr den Balken gefüllt und euch so einen Skillpunkt verdient, kann nichts und niemand den wieder wegnehmen. So, ich zeig dir mal, wie das geht. So, Schlucht, Tod, alle Erfahrungspunkte weg. Nicht nur die Hälfte. Ja, aber bei euch kann man sie doch wiederholen, oder nicht? Na und? Bei dir nicht, oder was? Nein, kann man nicht. Okay, vielleicht kann er ja doch was, ne? Sag mal, was du noch so drauf hast. Jeder Rollenspieler kennt das. Ist eine Stelle zu schwer, geht man einfach ein bisschen leveln. Man verkloppt billige Gegner, levelt auf und macht sich so das Leben leichter. In Sekiro geht das aber nicht. Die Erfahrungspunkte, die ihr durch Billo-Gegner verdient, werden in Skillpunkte umgewandelt, mit denen ihr wiederum Skills freischaltet. Es gibt insgesamt 5 Skilltrees und sie beinhalten Moves, neue Spezialattacken und auch ein paar Perks, die permanent aktiv sind. Klar, all diese Fähigkeiten können äußerst mächtig und eine große Hilfe sein, doch nur, wenn ihr sie einzusetzen wisst. Aufleveln durch Fallobstvermöbelung gibt's nicht. Aber gibt's dann wenigstens Loot in Form von stärkeren Rüstungen und Waffen? Nein, auch das gibt's nicht. Okay, ihr könnt neue Spezialwerkzeuge für eure Armprothese finden, die ihr euch dann vom Bildhauer einbauen und sogar verbessern lasst. Mit Wurfsternen nervt ihr Gegner aus der Distanz, mit der Axt haut ihr Schilde kaputt und mit dem geladenen Schirm wehrt ihr selbst die heftigsten Angriffe ab. Aber genau wie die Skills nutzen euch diese Werkzeuge nur was, wenn ihr sie ordentlich einsetzt. Eure numerische Angriffskraft steigern sie nicht. Vergiss Werte! Vergiss Loot! Du kannst dich nicht stärker machen! Da, noch ein Zwischenboss! Er reißt dir den Arsch auf! Ja. Scheiße, der bringt dir noch oben! Dark Souls, mach doch was! Was soll ich denn machen bei dem Freak, ey? Mach du doch was! Da, noch ein Zwischenboss! Der reißt dir den Arsch auf! Ja. Hey, siehst du nicht, dass der komplett fertig ist? Finger weg! Ich sag, wann Schluss ist! Da, noch ein Zwischenboss! Er reißt dir den Arsch auf! Die einzige Möglichkeit, wertemäßig stärker und zäher zu werden, ist der Sieg über Zwischenbosse und richtige Bosse. Erstere lassen immer eine Gebetsperle fallen und wenn ihr 4 davon habt, könnt ihr damit eure Lebensenergie und eure Haltungsanzeige steigern. Und von den richtigen Bossen erhaltet ihr Kampferinnerungen, mit denen ihr eure Angriffskraft um einen Punkt steigert. So gesehen gibt es also doch sowas wie Level-Ups, jedoch müsst ihr für die richtig hart ackern. Schon die Zwischenbosse setzen euch so sehr zu, dass ihr die wenigsten von ihnen im ersten Anlauf schaffen werdet. Wenn ihr ihre Angriffsmuster nicht lernt, habt ihr keine Chance. Und die richtigen Bosse sind dann in der Regel nochmal fieser. Wer hätte das gedacht, war ja schon bei Dark Souls und Bloodborne nicht anders. Nur wenn ihr da in einer Endboss-Sackgasse gelandet wart, konntet ihr euch immerhin noch andere Online-Spieler zur Hilfe holen. Bei Sekiro könnt ihr das nicht. Und so bleibt euch nichts anderes übrig, als euch alleine durchzubeißen. Unschaffbar! Viel zu stark für dich! Wie oft bist du schon draufgegangen? 20 Mal? Ja, ihr setzt zurück an Hilfe! Koop-Partner, die den für dich weghauen! Aber hier gibt's kein Koop! Ich bin Singleplayer! Und du bist alleine! 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 Ich hab's geschafft. Echt jetzt? Ja, der Boss ist down. Ich hab den Boss gelegt. Das ist das allerbeste Videospielerlebnis, das ich jemals hatte. Okay, du hast den Job. Echt? Supi. Mit dieser kleinen Folterstory habe ich so ein bisschen meine ganz persönliche Sekiro-Geschichte erzählt. Zunächst etwas erstaunt über die Barmherzigkeit des Spiels, lief ich später immer öfter gegen die Wand, dass ich wirklich dachte, ich bin zu schlecht, ich werde dieses Review nicht machen können. Und so richtig übel wurde es, als ich gegen, Achtung, ich werde jetzt einen Boss spoilern, der euch oben auf Burg Ashina erwartet. Allerdings werde ich seinen Namen nicht sagen und wenn ihr euch von eurem Monitor, TV oder Smartphone wegdreht, könnt ihr immer noch gefahrlos zuhören. Ich sag euch, wann's vorbei ist. Als ich gegen diesen Mistkerl hier antreten musste. Obwohl ich das Kampfsystem schon ganz gut verinnerlicht hatte, scheuchte er mich durch den Ring, als wäre ich ein blutiger Anfänger. Er schnetzelte mich kaputt, stach mir in den Bauch, schoss mir Pfeile ins Gesicht, immer und immer wieder.
Irgendwann verstand ich seine Attacken und konnte mit Ach und Krach seine Haltung brechen, doch meistens dauerte der Kampf zu lange und kostete mich fast all meine Heiltränke, sodass ich dann in der zweiten Phase quasi nackt dastand. So werde ich die Sau nie platt kriegen, dachte ich. Ich muss ihn in der ersten Phase so hart wegknallen, dass ich noch genug Tränke für die zweite habe. Also blieb ich dran. Ich schwitzte, ich weinte, ich blutete, doch mit jedem Versuch wurde ich besser. Und irgendwann war es endlich soweit. Gebt euch bitte diese fucking epischste Heldenscheiße aller Zeiten, Alter! Moin. Unfassbar, was hab ich den auseinandergenommen? Ich hab fast alles wegpariert. Der konnte ja gar nichts mehr machen. Liebe Zuschauer, der Spoiler ist vorbei. Ihr könnt nun wieder hinsehen. Was ich mit dieser Szene sagen will, es war nicht der Sieg, der mir diesen Kick gab, sondern der Kampf an sich und die Erkenntnis, dieses geniale Kampfsystem verstanden zu haben. Selten zuvor hat mir ein Videospiel ein derartiges Gefühl des Erfolgs beschert. Klar, später wurde mit mir noch oft genug der Boden aufgewischt, aber ich hatte keine Angst mehr vor schweren Kämpfen. Im Gegenteil, ich war geradezu heiß auf fiese Gegner. Ich wollte mehr von diesen super geil choreografierten Kämpfen haben. Allerdings ist die größte Stärke von Sekiro auch seine größte Schwäche. From Software wusste, dass ein Spieler dieses Kampfsystem nur lernt, wenn er keine andere Wahl hat und strich daher bewusst alle Optionen, die es ihm leichter gemacht hätten. Eben Online-Koop, stärkeres Equipment oder Aufleveln durch Billo-Gegner. Hätte ich diese Option gehabt, ich hätte mich niemals so reingekniet und hätte demnach auch nie dieses supergeile Gefühl erlebt. Doch wer jetzt gar nicht so viel Wert auf derartige Fights legt, könnte sich über den Wegfall dieser bewährten Features ärgern und wahrscheinlich auch über den nochmal höheren Schwierigkeitsgrad, der sich daraus ergibt. Ob man Sekiro jetzt also super, ganz okay oder gar blöd findet, liegt mehr als je zuvor an den persönlichen Vorlieben und an der eigenen Frustgrenze. Doch über eins sind wir uns bestimmt alle einig, nämlich dass From Software einen riesen Respekt verdient hat für so ein konsequentes Spiel. Moin, hier ist der Krogmeister und ich habe mal wieder feiste News im Säckle, zum Beispiel rund um Division 2. Für den Loot-Shooter, den Tim ja in der letzten Sendung ziemlich gefeiert hat, erscheinen bald neue Inhalte. Am 5. April kommt unter anderem eine neue Story-Mission mit dem Namen Tidal Basin. Ein 5. Weltrang und der Schwierigkeitsgrad Heroisch, der natürlich heroische Beute mit sich bringt. Apropos Heroisch, was gibt es Heldenhafteres als ein Einlauf im Stadion? Richtig. Gar nichts. Aber was macht man, wenn man keins hat? Ganz genau, man baut sich eins. Für läppische 50 Millionen Öcken will sich nun das Overwatch-Team Philadelphia Fusion ein eigenes Stadion hochziehen. Mit 6000 Quadratmetern soll die sogenannte Fusion Arena Platz für 3500 Zuschauer bieten. Außerdem mit drin ein Übertragungsstudio und ein Trainingscenter fürs Team. Und weil kommende Matches der Overwatch League nicht mehr in der Blizzard Arena, sondern genau wie beim Fußball in Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen werden, ist das Ganze eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Eine düstere Zukunft hingegen bescheren uns die Streamingdienste Stadia und Apple Arcade. Dies behauptet zumindest Diablo-Vater David Brevik auf Twitter. Seine Sorge gilt vor allem den Abo-Modellen, bei denen die Abonnenten vollen Zugang zu allen Spielen im Paket bekommen und die Entwickler nach gespielten Nutzerminuten bezahlt werden. Laut Brevik könnte die Industrie dadurch noch stärker als bisher auf Online-Multiplayer und Kundenbindung setzen. Fans von storygetriebenen, geschlossenen Singleplayer-Spielen könnten zukünftig also das Nachsehen haben. Stell dir doch mal vor, du hattest keine Kippen mehr. Genau so ist das jetzt für mich. Das ist schlimm. Und dann gibt's da noch so ein krasses Gerücht. Ist wahrscheinlich kompletter Bullshit, Laber, Laber ohne Mehrwert. Und jeder, der diese Meldung bringt, ist ein kompletter Idiot.
So wie wir zum Beispiel. Los geht's! Also, irgend so ein YouTube-Channel namens Spawnwraith und so ein Typ namens Dr. Cupcakes haben behauptet, irgendwie herausgefunden zu haben, dass eines der kommenden Spiele vom Sekiro-Entwickler From Software vermutlich ein fettes Open-World-Spiel sein könnte. Der komische Typ in dem Video behauptet außerdem, dass das Spiel angeblich in Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin entwickelt werden könnte. Wir ziehen daher in Betracht, dass das unter Umständen wahr sein könnte und starten rein vorsichtshalber schon mal den Hype-Train. Tschu-tschut. So, und jetzt der Ticker. Ihr Ficker. Nachgepatcht. Spieler von Fallout 76, Call of Duty Black Ops 4 und Star Wars Battlefront 2 dürfen sich über Updates mit neuen Modi freuen. Der Survival-Mode von Fallout 76 legt den Fokus auf PvP und lässt euch andere Spieler direkt angreifen. Der Barebones-Modus von Black Ops 4 verzichtet auf das Equipment der Spezialisten und bietet so ein deutlich klassischeres Spielerlebnis. Und im Capital Supremacy-Modus von Battlefront 2 kämpft ihr in einem 20-gegen-20-Match um die Vorherrschaft verschiedener Zonen. Ähnlich wie im Conquest-Mode des ursprünglichen Battlefront 2. Durchgewunken! Das EU-Parlament hat sich am Dienstag in einer heiß erwarteten Abstimmung für die Urheberrechtsreform samt Artikel 13, 11 und Co. entschieden und mit einer extrem knappen Mehrheit Änderungen daran abgelehnt. Im EU-Ministerrat folgt zwar noch eine finale Abstimmung, dass sich dort noch etwas ändert, ist aber unwahrscheinlich. Das politische Engagement vieler Reformgegner bleibt damit erfolglos. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dieses politische Interesse auch bei der Europawahl niederschlägt. Vorgestellt! Frei nach dem Vorbild Nintendo Direct und Inside Xbox zeigt nun auch Sony kommende Releases via Livestream. Bei der ersten Ausgabe von State of Play am Montag gab es entgegen vieler Erwartungen aber keine News zu Death Stranding, Last of Us 2 und Ghost of Tsushima. Stattdessen wurden viele kleinere Titel gezeigt wie der Co-op Dungeon Crawler Ready Set Heroes, Devolver Digital's Observation und eine große Schippe VR-Titel. Dazu seht ihr aber nächste Woche mehr. Angeteased! CD Projekt Red hat laut CEO Adam Kaczynski auf der diesjährigen E3 Großes vor. Es sei deren bisher wichtigste Messe. Bereits bekannt ist ja, dass die Entwickler neben Cyberpunk 2077 noch ein weiteres AAA-Spiel in der Mache haben. Das soll bis 2021 erscheinen. Und dass es sich dabei um The Witcher 4 handelt, ist zumindest noch nicht ausgeschlossen. Aber wir können schon mal bestätigen, mit zwei solchen Brettern auf einer Messe hätte CD Projekt Red die E3 offiziell rasiert. So, der Krogmeister sagt Tschüss, ich gebe ins Studio. Alarm! Alarm! Yo Leute, eben kam noch der Borderlands 3 Trailer rein. Sieht ganz geil aus. Loot-Shooter und so. Außerdem gibt's Remakes von den beiden Vorgängern. Hurra! Mehr wissen wir nicht. Weiter geht's mit Krogi. Arrivederci. Steam sorgt ja in letzter Zeit eher für ungute Schlagzeilen. Oh, Moment, ich meine, Sekiro gibt's auch für Steam. Unerwünschte Spiele, die kriegen Review-Bombings. Ja, oder? Nicht so bei Sekiro. Ja, oder es gibt Proteste wegen gewaltverherrlichten Kackspielen. Weißt du, wo es keine Proteste gibt? Sekiro. Sebastian hat sich die Frage gestellt, was müsste Steam eigentlich verbessern? Ich kann dir sagen, was man nicht verbessern muss. Sekiro! Steam. Fünf Buchstaben mit großer Macht. Wer auf dem PC spielen möchte, kommt kaum an ihnen vorbei. Betreiber Valve hat die Plattform Stück für Stück ausgebaut und damit nicht nur als allererste, sondern auch mächtigste Vertriebsplattform für digitale PC-Spiele etabliert. Doch wie heißt es so schön im wohl ausgelutschtesten Superhelden-Zitat der Welt? Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Doch auf Verantwortung hat man bei Valve irgendwie nicht so viel Bock. Da ist dieser Millionenkonzern, der bei jedweder Kritik aufgeregt die Arme nach oben reißt und alle Schuld von sich weist. Parallel lässt er aber Spiele mit Vergewaltigungs- oder Amoklauf-Thematik zur Tür herein. Steam inszeniert sich gerne als freiheitsliebende Plattform ohne Einschränkungen, doch so ganz aus der Verantwortung ziehen darf sich Valve dabei einfach nicht. Valve mag keine Konfrontation. Umso mehr mögen sie aber ein anderes Wort mit K. Den Kunden. Und den will man auf gar keinen Fall vergraulen. Aus wirtschaftlicher Sicht macht das total Sinn. Firmenpolitisch fragwürdig ist es aber trotzdem. Als Betreiber einer so großen Plattform hat man seinen Kunden gegenüber einfach eine gewisse Verantwortung, ob man will oder nicht. Wer einen Elektronikmarkt betreibt, stellt nun mal auch nicht jedes dahergelaufene Produkt auf die Ladentheke, sondern wählt gezielt aus. Nicht jedes ist auch für die eigene Kundschaft geeignet. Oder noch schlimmer, einige Produkte gehen so weit am Kern der eigenen Zielgruppe vorbei, dass sie ein schlechtes Licht auf den ganzen Laden werfen. Eine definierte Zielgruppe hat Steam nur gar nicht. Valve möchte einfach jeden ansprechen. Dass das nur nicht so einfach ist, hat sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder gezeigt. Zuletzt durch das Spiel Rave Day. Weil ich diesem Machwerk nicht mehr Platz einräumen möchte als irgend nötig, hier nur die Kurzfassung.
Der Inhalt des für einige Wochen auf Steam gelisteten, aber nie käuflich erwerbbaren Spiels war die Vergewaltigung von Frauen während einer Zombie-Apokalypse. Der darauffolgende Aufschrei im Netz war groß und die Kritik an Steam laut. Reagiert wurde darauf aber erst einige Zeit später. Das Spiel wurde aus dem Store entfernt. Die etwas späte Reaktion hatte aber durch eine ziemlich müde Wischiwaschi-Aussage einen bitteren Nachgeschmack. Demnach respektiere Valve den Wunsch des Entwicklers, sich selbst zu verwirklichen. Weiter heißt es, dass Raid Day deshalb nicht weiter bei Steam geführt wird, weil es unkalkulierbare Kosten und Risiken birgt. Ich meine, wo ist die einfache und deutliche Antwort geblieben, dass es sich bei diesem Software-Schmutz um ekelhafte Kackscheiße handelt, die auf Steam nichts zu suchen hat? Genau mit solchen lapidaren Aussagen versucht Steam angestrengt, keinem seiner Nutzer auf die Füße zu treten. Ein weiteres Beispiel: erst nachdem im vergangenen Jahr ein Spiel mit deutlicher Amoklauf-Thematik und daraufhin auch Valve als Anbieter viel Kritik ernteten, reagierte der Plattformbetreiber. Es wirkt fast so, als ob Valve nur dann eingreift, wenn ihnen selber wirtschaftliche Konsequenzen drohen. Ethik? Pff, nicht so wichtig. Das scheint sich mittlerweile sogar direkt in die Firmenphilosophie gebrannt zu haben. Wenige Tage nachdem das Amoklauf-Spiel entfernt wurde, hat Valve seinen Aufnahmeprozess für neue Spiele nämlich weiter geöffnet. Per Steam Direct-Programm werden jetzt nämlich wirklich alle lauffähigen Spiele aufgenommen, solange denn die Entwickler bereit sind, 86 Euro dafür zu zahlen. Einzige Ausnahme sind Titel, die Valve als illegal oder Trollversuch versteht. Diese Einstufung erfolgt aber wohlgemerkt nach Einschätzung des Unternehmens. Beide vorangegangenen Spiele scheinen also auf den ersten Blick, soweit er denn überhaupt erfolgt ist, nicht als anstößig oder trollig genug erachtet worden zu sein. Aus wirtschaftlicher Sicht ist Steam Direct wieder eine kluge Sache. Entwickler finden schnell und einfach ihren Weg auf die Plattform. Dadurch ist das Spieleangebot groß und Valve sackt sich nicht nur die Aufnahmegebühr, sondern auch einen 30%-Anteil pro Verkauf ein. Das Problem ist dann nur, wenn die Spieleauswahl plötzlich von qualitativ unterirdischer Shovelware durchsetzt wird. Welche Shovelware, fragt ihr? What the fuck? Diese Shovelware. Schrottige Spiele, die weit unter dem nicht so gut anderer Spieleplattformen rangieren. Titel, die den Standardelementen von Engine-Baukästen andere Texturen überstülpen, Copy-Paste als Level-Design verstehen, nie wirklich zu Ende programmiert wurden oder mehrfach unter anderem Namen verkauft wurden, obwohl nur der Blickwinkel verändert wurde. Dass man zwischen Shovelware und richtigen Spielen unterscheiden muss, ist aber nur ein kleiner Teil der Nerverei. Hinzu kommen Titel, die entweder generell geschmacklos sind oder zumindest einem jungen Publikum nicht einfach zugänglich gemacht werden sollten. Und jetzt kommt ihr nicht mit dieser halbgaren Altersabfrage. Ihr wisst genau, wie einfach die zu überlisten ist. Von mir aus kann es irgendwo im Netz einen Platz für solche Spiele geben. Für mich ist nur klar, dass dieser Platz dann nicht mehr meiner ist. Das ist vollkommen okay, aber so wie mir wird es dann vermutlich einigen anderen Spielern und Spielerinnen auch gehen, wie der Shitstorm um die genannten Beispiele gezeigt hat. Es könnte sogar ganz blöd laufen und letztlich auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die einen fühlen sich wegen dem fragwürdigen Spieleangebot nicht mehr auf Steam zu Hause, die anderen, die sich eine komplett offene Plattform wünschen, haben aber auch keinen Bock mehr, weil Valve ja eben doch auf Kritik reagiert, indem sie Spiele entfernen. Valves nervöses Hin- und Hergetrippel zwischen den Stühlen könnte also genau das Gegenteil bewirken. Nicht jeder Kunde lässt sich damit zufriedenstellen, sondern alle fühlen sich irgendwie auf den Fuß getreten. Und damit kommen wir zum spannenden Teil, der Konkurrenz. Der Epic Game Store setzt Steam nämlich ganz schön unter Druck und das ist fantastisch. Nicht jeder muss den zusätzlichen Client mögen und ja, unterm Strich ist doch Epic mehr an eurem Geldbeutel als an eurem Wohlbefinden interessiert. Aber das ist vollkommen egal, solange beide Player im Konkurrenzkampf mehr und mehr um uns buhlen müssen. Der vergleichsweise noch ziemlich kleine Epic Game Store wirbt mit einem kuratierten Spieleangebot. Von Shovelware ist hier weit und breit noch nichts zu sehen. Ein Bewertungssystem fehlt zwar noch, aber so haben zumindest auch fehlgeleitete Review-Bombs keinen Platz. Und zusätzlich zwackt sich Epic mit nur 12% weit weniger Anteil von verkauften Spielen ab. Nochmal zum Vergleich. Valve steckt sich größtenteils 30% des Umsatzes in die eigenen Taschen. Und nein, damit möchte ich nicht sagen, dass der Epic Game Store faktisch der bessere Anbieter ist. Steam hat gerade im direkten Vergleich durch viele fantastische Features wie den Steam Workshop immer noch einiges an Vorsprung. Aber der schrumpft deutlich. Und das kann für uns als Nutzer nur von Vorteil sein. Dadurch, dass Epic auf der anderen Seite in vielen der genannten Punkte besser dasteht, muss Valve immer häufiger und immer deutlicher reagieren.
Da wurden zuletzt die Wertungsverfahren angepasst, es wurden dezente Anpassungen am Vergütungsmodell vorgenommen und auch was die Auswahl des Spieleangebots anbelangt, gerät Valve immer mehr in Zugzwang. Die alte Floskel, Konkurrenz belebt das Geschäft, stimmt also auch hier. Auch wenn Epic in dieser Gleichung aufgrund seiner aggressiven Herangehensweise an Themen wie Exklusivtitel keinesfalls der alleinige Good Guy ist, hilft er doch, den Markt zu regulieren. Und an der Stelle will ich auch nicht GOG, itch.io, Humble Bundle oder all die anderen Vertriebsplattformen unterschlagen. Letztlich entscheidet ihr mit eurem Geldbeutel, wessen Herangehensweise ihr unterstützt. So muss sich dann auch so ein Riese wie Steam Konkurrenzdruck und Kritik beugen. Denn eines ist klar, wenn Valve weiterhin den Marktführer spielen will, muss man endlich anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Ich muss weg! Was? Weg! Abmoderation! Sekiro! Aber nee, was? Wieder schauen! Au! Reingehauen. Eddie? Wieder schauen! Sekiro! Au! Ich wusste doch, das passiert. Reingehauen. Ich versuche einen Hinterkopf zu machen. Nein, ich will nicht mehr jetzt. Na gut, Shiroko dann. Sag mal, was du kannst. Wie, jetzt sofort? Ja klar. Das war mein Satz. Nee, Shiroko ist mein Satz. Ist doch egal, lass uns mal weiterspielen. Wundervoll, Sie haben den Job. Wundervoll, die Funke rutscht echt tief runter. Sie ist am Knie. Hey, schau mal rein. Ja, du kannst auch fest aufhören, dann ist richtig weh tot. Okay. Ich guck dir ganz selten einen Schritt. Das bin ich auch so. Matthias, nicht so zaghaft! Du bist ein Folterer! Schluss! Tod! Alle Erfahrungspeitsche weg! Und die Kränze wird gemacht. Oh nein! Kleiner Wichser! Du kleiner Dreckstrand! Cut. Super! Was? Hab dich gepeitscht! Ah, ah! Hey Leute! Wäre echt cool, wenn ihr abonnieren würdet! Und vielleicht auch kommentieren! Ein Like da lassen! Und die Glocke drücken! Die Glocke! Ah! Ja, Kentu, eure Lieblingssendung. Ah! Oh! Ich kotze gleich. Ah! Aua! Oh, mein Pimmel!